Hallo, herzlich willkommen zu einem Unboxing von mir. Die letzte Zeit gab es ja zum Glück wieder ein paar mehr Videos und auf das freue ich mich ganz besonders, weil am Wochenende nämlich ein Paket angekommen ist und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, bis ich das mit euch zusammen auspacken kann. Und zwar ist es von der lieben Julia von Hyänentau. Die liebe Julia stellt ganz, ganz wundervolle Leinen und Halsbänder für Hunde her. Und was ich bei ihr so super finde, da blende ich euch vielleicht auch einfach mal ein paar Sachen ein. Das ist nämlich, dass es nicht diese typischen Tauhalsbänder sind. Also sie hat auch ganz schlichte und normale Tauhalsbänder, aber eben auch ganz viele Halsbänder mit unglaublich viel Liebe zum Detail. Und ja, diese Halsbänder sieht man, also ich habe vorher noch nie so Halsbänder gesehen. Wie gesagt, ich blende euch die einfach mal ein, damit ihr seht, was ich meine. Ja, wirklich ganz besondere Sachen auch, die sehr detailverliebt sind. Ich habe mich jetzt aber trotzdem für relativ schlichte Halsbänder und Leinen entschieden und bin wirklich super gespannt, was mich erwartet. Und jetzt kann ich das auch endlich mal auspacken. Hat die Baby gerade was aus dem Müll geklaut? Dieser Hund, ich drehe echt durch. Also, falls ihr im Hintergrund jetzt Geräusche hört, das ist Bailey, die sich einen Karton aus dem Müll geklaut hat. Aber warum auch nicht? Dann ist sie jetzt mal beschäftigt. Ich krieg's nicht auf. Ah, doch. Okay, die Spannung steigt. Okay, du machst's richtig spannend, Julia. Das ist nämlich jetzt nochmal extra verpackt und zwar mit so süßem Hundepapier, da kommt eine Schnauze, habt ihr es gesehen? Oh, voll schön, richtig schön. So, den Karton kann ich jetzt mal wegstellen. Okay, wo fange ich an? Kleines oder großes? Ich packe mal das Kleine aus. Könnte für Pio sein. Man weiß es nicht. Es tut einem schon fast leid, dieses Papier zu zerstören. Mal sehen, vielleicht kriege ich es auch auf, ohne dass ich es groß kaputt mache. Okay, es geht nicht, ohne kaputt zu machen. Außerdem bin ich viel zu nervös. Okay, auch schön gepolstert eingepackt. Da ist jetzt nochmal eine Serviette drumrum. Wow. Es ist tatsächlich Plios Päckchen. Oh mein Gott, Leute. Oh, wie schön. Oh mein Gott, wie hübsch. Ich freue mich. Okay, ich löse mal das Halsband, damit ich euch das näher zeigen kann. So sieht das jetzt von nahem aus. Ich habe mich bei Plio auch bewusst für ein weißes Set entschieden, weil es mal was anderes ist und weil Plio nicht der extreme Dreckspatz ist, so wie Bailey. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass es lange, lange auch weiß bleibt. Mit so einem roségoldenen Verschlag und bronzefarbener Takelung. Es ist richtig schön geworden. Und ihr habt auch das kleine Labelschildchen gesehen. Da hat Julia Unterstützung von ihrem Bruder. Der stellt die her. Richtig schön. Und ich finde, das veredelt das Ganze auch nochmal so ein bisschen. Die Leine ist dreimal verstellbar. Bei Plio habe ich es nämlich auch gerne, dass man die Leine ein bisschen länger lassen kann. Bei Bailey habe ich, glaube ich, eine gewählt, die nicht verstellbar ist, weil sie eh noch ein bisschen zum Ziehen neigt. Und da mag ich es nicht, wenn die Leine generell länger ist. Ihr seht das nachher auch getragen an den Hunden. Wir haben wunderschönes Wetter. Das heißt, es ruft nach einem Spaziergang. Und da wird das dann aufs Gründliche getestet von den Mädels. Plio ist auch mega gut drauf im Moment. Das heißt, sie spielt und rennt. Das heißt, da wird das dann wirklich nochmal sehr gut getestet. Und jetzt bin ich gespannt, weil jetzt packe ich Baileys Päckchen noch aus. Da kommt erstmal so eine Blumenserviette noch raus. Pio ist ganz interessiert, die steht hier unten. Mäuschen, hau doch nicht ab. Ich wollte dich gerade zeigen. So, bei Bailey habe ich eine dunklere Variante gewählt, weil sie ein Dreckspatz ist. Also, da kann auch ein bisschen Dreck drankommen dann und man
sieht das nicht so. So, und darauf habe ich mich jetzt fast noch mehr gefreut als auf Plios Variante, muss ich ehrlich sagen, weil ich nämlich einen Biotan-Verschluss auch gewählt habe bei Bailey. Den kann man dann auch ein bisschen verstellen, also selbst wenn sie jetzt noch ein bisschen wachsen sollte. Pio hat schon wieder Hunger. Irgendwie, wenn ich ein Video mache, haben meine Hunde ständig Hunger. Das kommt irgendwie so rüber, als würden die nie was zu fressen bekommen. Ja, mit so einer pinken Takelung. Richtig, richtig schön. Auch die Farbkombination ist so toll mit dem Roségold. Und auch das Label ist nochmal in so einem Roségold. Also alles richtig passend und wundervoll abgestimmt. Ich freue mich richtig. Und genau, die Leine habe ich jetzt kürzer gewählt, damit Bailey auch wirklich bei uns an der Seite läuft. Und ich freue mich, das nachher zu testen. Julia plant auch in nächster Zeit einen Online-Shop zu eröffnen. Im Moment hat sie noch keinen, aber trotzdem eine Internetseite, wo ihr die Sachen erwerben könnt. Die Adresse schreibe ich euch natürlich unten in die Infobox und auch nochmal ihre Instagram-Seite. Da könnt ihr auch nochmal stöbern. Und also das, was ich jetzt gesehen habe, überzeugt mich schon mal. Aber ich bin, wie gesagt, auf den Spaziergang gleich auch noch gespannt. So, ich zeige euch das Ganze auch nochmal von nahem, wie das getragen aussieht. Warte mal, Schatz. Also hier die rosa Takelung. Ich finde die Farbe einfach so wunderschön. Und hier ist dann der Biotan-Adapter dran. So, ausgerechnet falsch rum, das wunderschöne Label. Ich habe übrigens auch einen Rabattcode für euch, mit dem ihr 10% auf die nächste Bestellung sparen könnt. Und zwar lautet der BalesTales10 und der ist auch noch das gesamte Jahr 2019 gültig. Also kein Stress, falls ihr gerade gar kein Geld über habt. Ihr könnt den Rabattcode auch noch das komplette nächste Jahr nutzen. Im Hintergrund wunderschön Nikos neuer Fernseher, den wir noch gar nicht aufstellen können, weil unser Wohnzimmer noch nicht fertig ist. Wir schwenken noch einmal kurz rüber zu Plio, damit ihr das auch noch mal seht. So wunderschön. Das glitzert sogar richtig. Ah, hier habe ich sogar richtig rum. Ja. So, wir machen uns gerade fertig für den Spaziergang. Und also ich sage das jetzt wirklich nicht, weil ich nur Werbung machen will. Aber Leute, die hat einfach die perfekte Länge zum Umhängen. Und ich liebe es, Leinen umzuhängen. Und entweder sind die einfach viel zu lang oder zu kurz. Und die kann man so perfekt umhängen. Es ist grandios. Also Leinenführigkeit ist irgendwie so ein Dauerthema bei uns auch. Nur, dass ihr wisst, auch bei uns läuft nicht alles perfekt. Aber die Leinen sind wunderschön. Ich finde auch bei Baileys Leine cool, dass man die hier so locker auch um die Hand machen kann. Bailey! Es ist sowas von kalt geworden und ausgerechnet heute habe ich keine Mütze auf. Naja. Zurück zu den Halsbändern und Leinen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, ich hätte sie 2 cm kleiner machen lassen sollen. Also die sind ein bisschen groß, ein bisschen locker, aber ist jetzt nicht sonderlich schlimm, wenn der Hund nicht unbedingt an der Leine zieht. Also bei Plio ist das kein Problem und die meiste Zeit haben wir sie aber auch eh frei laufen. Voilà. Es ist auch so windig. Kleines Lob an mich selbst, aber noch die Farbauswahl ist so mega. Gerade bei Plio mit den weißen Pfötchen und dem goldbraunen Fell, das passt einfach so gut. Und auch bei Bailey, diese rosa Takelung, sieht so schön aus mit ihrem grauen Fell. So, als kleines Fazit jetzt nochmal nach dem Spaziergang. Wir sind mega zufrieden mit den Leinen und den Halsbändern. Bailey hat zwischenzeitlich auch echt kräftig gezogen und das hat alles gehalten, also auch von der Qualität her echt super. So, ich kleiner Witzkeks, hab vergessen das Video zu Ende zu drehen. Plio flippt schon wieder aus im Hintergrund.
Ja, schaut euch doch einfach mal super gerne auf der Seite von Hyänentau um. Ich habe euch den Link in die Infobox gesetzt. Oder ihr schaut einfach mal, wie gesagt, auf Instagram nach Hyänentau. Ihr könnt euch da die Sets individuell zusammenstellen, wie ihr Lust und Laune habt. Wenn euch was gefällt, dann schreibt der Julia einfach eine Nachricht, in die ihr auch den Rabattcode reinpackt. Dann bekommt ihr nämlich auch die 10% abgezogen. Und ja, vielleicht gefällt euch ja was. Schaut einfach mal vorbei. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ach, Bates, wie sieht's hier aus? Ne? Man kann den Müll echt nicht stehen lassen bei uns.